Oh. Oh. Okay. Und daraus wurde man also beobachtet. Warum gibt es da oben keine Musik? Auch langweilig für den, der da oben sitzt. So. Out insert correction. Arr, I'm a pirate. New cube design. Materials, aluminum, plastic. Sich Leute darüber Gedanken gemacht, wie man das machen kann. Aber scheinbar gibt es hier keine Geheimnisse, die man finden kann. Ein bisschen schade. My name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. What? Ich denke, ich bin in meinem Kopf. Also da hoch. Wer baut so eine Tür? Anscheinend ich. Mit der Kraft meiner Gedanken. Das ist doch ein Feuerlöscher. Feuerlöscher! Du kommst mit. Wie der Speedrun dazu ist. Ich weiß, hahaha, schnell, aber. Das ist auch noch ein Fake-Block! Was kommt das denn? Das ist ein Beamer. Cool.
Spring doch einfach da hoch. Da. Ah ne, ich dachte, es wäre Feueralarm-Dingens. Ach, jetzt falle ich wieder runter. Musik gefällt mir, die ist schön chillig. Perspektive ist die Realität. Welche Perspektive? Sieht nicht aus, als würde es dazugehören. Brauchen wir dich hier nochmal ein bisschen höher zu stehen. Mal mit. Dreh dich dahin. Ich mach's jedes Mal falsch rum. Perspektive ist mein Kryptonit. Hier gibt's. Ich gibt's. Ich. Andere Cube irgendwas drauf? Ne, so ein Krach. Pixel. Treffen sich zwei Holzwürmer im Käse. Läuft seine. Auch das Problem mit den Zähnen? Nee, den gebe ich dir nicht. Der ist schlecht. Bin da gerade runtergerutscht. Muss weiter in die Richtung gucken. Hopp. Zurück mit dir. Oh nee. Ah, Spiel. Kannibalenhäuptling zu Sohn. Was ein Holländer mit feinem Rücken. Käsehäppchen. Okay. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Yay! Das ist aufbaut. Das Ding hat einen Penis.
Das ganze Ding ist ein Penis mit einem Kondom dran. Lol. Hier mein Würfelchen. Oh, Würfel. Alle. Hopp und hopp. Ach, wir kriegen den zwar so groß, dass wir da hoch könnten, aber wir kommen da nicht hoch. Es fehlt da ein Stück Rohr. Und so ist... Wenn man jetzt hier steht, sieht das eigentlich ganz normal aus, aber sobald wir raus sind... wird es auch immer kleiner. Oh, hallo Dr. Glenn Pierce. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Hey, sie geben einem wenigstens... Da unten waren wir. Ein Schotte probiert im Laden alle Käsesorten. Schließlich entscheidet sich für einen Gouda, sagt der Verkäufer. Wie viel darf es denn sein? Ah, nur ein kleines Würfelchen. Ist für eine Mausefalle. Der ist auch nicht schlecht. Mit Mo. Nein! Die armen Werwölfe. Obwohl, jetzt habe ich meinen eigenen Mond. Da ist was drauf. Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Dich nicht so hingestellt. So groß wie möglich. Das Größte, was geht? Perspektive macht es größer. Ah, größer geht's nicht. Warte. Wir sind super klein. Ich bin ein Kleinkind. Ich bin ein Kleinkind. Ab, ab, ab. Ob man das auch so klein machen kann, dass man gerade noch so durchpasst. Was noch? Ja. Geht's noch ein Stück kleiner? Jetzt so. Nee, das ist zu klein. Upp. Ah, so kommen wir auch durch. Ich bin groß. Au. 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 Hey.
So funktioniert normalerweise ein Ladebalken. Warte. Jetzt haben wir es um 4. Bei uns war es um 3. Hallo? Jemand da? Ach, das ist hier immer so unfreundlich. Hallöchen. Oder mit die Dites, oder? Die hätten wir auch kaputt machen können. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Oh, ein Äpfel auf dem Würfel. Was ohne die? Ah, ja, mein Würfel. Das ist ein Schaltschema für... Ich habe eine Uhr. Ich glaube, das müsste eine Uhr sein. Perspektive ist Realität. Im Vorschaubild sieht das noch viel heftiger aus als im Real Life. So. Es sind wirklich Äpfel drauf. Das ist ein Apfelwürfel. Ich will auch einen Apfelwürfel. Ich habe so viele Würfel eigentlich. Ich habe welche, die aussehen wie Pistolenkugeln. Ich habe welche, die aussehen wie ich habe ein D100 aus Metall, also wirklich eine riesengroße Kugel, die 100 Seiten hat. War der Würfel geteilt? Muss das. Hallöchen, Würfelchen. Ich habe aus Versehen den Pullen kaputt gemacht. Entschuldigung. Hier müsste es eigentlich wieder zum Anfang gehen. Ah. Plop.
professional tip, the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Boom. Kommt da nicht mal ganz normal durch. I'm melting. Ist schon geil gemacht. Dahin. Oh. Da hoch. Ist. Einmal, wenn ich hier drauf bin, kann ich das nicht bewegen. Okay, das heißt... uns ja nix. Schade. Wäre schön gewesen, wenn das... Damit hätte er noch ein bisschen mehr machen können.